Also jetzt als erstes zum Einstieg, so als erste Lerneinheit heute im Rahmen der Markt- und Werbepsychologie stellt sich natürlich die Frage, oder stellen wir uns die Frage, wieso braucht man überhaupt Psychologie im Marketing? Und ich habe es ergänzt, wir brauchen Psychologie ja nicht nur im Marketing, sondern wir brauchen Psychologie ja auch in dem interessanten Online-Marketing. Da stellt sich die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen Marketing und zwischen Online-Marketing? Mein Credo, meine Grundüberzeugung ist, ich kann kein Online-Marketing machen, wenn ich kein gutes Fundament habe. Und das Fundament ist einfach Marketing. Also muss ich die Spielregeln zuerst des Marketing beherrschen, um dann gezielt auch im Online-Bereich oder im Internet Werbung, Kommunikation machen zu können. Also das Fundament ist immer das Marketing. Auch für das immer spannender werdende Online-Marketing. Wir machen jetzt aber Markt- und Werbepsychologie. Also stellt sich die Frage, wieso brauche ich denn überhaupt Markt- und Werbepsychologie? Oder wieso brauche ich überhaupt Psychologie im Bereich Marketing? Und diejenigen, die Wirtschaftspsychologie studieren, müssen sich ja letztendlich diese Frage stellen, was treibe ich denn da eigentlich? Wieso mache ich denn Wirtschaftspsychologie? Und ihr wisst ja oder seht ja, dass viele, die im Bereich Wirtschaftspsychologie unterwegs sind, dass die später eben in den Bereich Marketing hineingehen oder in HR hineingehen oder in den Bereich Coaching hineingehen. Und für diejenigen, die in den Bereich Marketing hineingehen, stellt sich doch die Frage, was ist denn dann der Unterschied zwischen einem Wirtschaftspsychologen, der ins Marketing geht, und was ist der Unterschied zu einem BWLer, der auch in den Bereich Marketing hinein will? Wer wird da ausgewählt? Wann wird er ausgewählt? Und was macht man da eigentlich und was braucht man da? Und ich habe diesen Kreis da hinten ein bisschen größer jetzt für euch gezeichnet. Ich hoffe, ich habe den jetzt da, dass ihr den seht. Moment. Ja, ich habe mal versucht, in einem 360-Grad-Modell die Bereiche des Marketing oder die Bereiche des Marketing-Management in diesem Kreis für euch darzustellen. Weil wir dann in einem Bild mal sehen können, was passiert denn alles im Bereich Marketing, was ist da wichtig und wo sind jetzt die Schnittstellen, wo ein Wirtschaftspsychologe oder wo überhaupt die Psychologie im Marketing wichtig wird. Und deswegen ein Wirtschaftspsychologe in speziellen Fällen wahrscheinlich dem reinen BWLer überlegen sein wird. Das ist wichtig. Und wenn man sich das mal anschaut, dieses 360-Grad-Modell, diesen Marketing-Management-Prozess, dann habe ich den so aufgebaut. Ihr seht in der Mitte, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich habe das, in der Mitte steht der Kunde, Customer Centricity. Also das Wichtigste im heutigen Marketing, das haben sie schon immer erzählt, haben schon vor 30, 40, 50 Jahren erzählt, nur haben sie es nie gemacht. Es waren immer nur Lippenbekenntnisse, der Kunde im Zentrum. Wenn man das aber mal ernst nimmt, und in der heutigen Zeit müssen wir das ernst nehmen, warum, werde ich euch dann gleich noch zeigen, muss ich also wirklich den Kunden erstmal ins Zentrum stellen. Der Kunde ist das, von dem alles ausgeht. Und der Kunde, damit meine ich, mit dieser Customer Centricity meine ich die Bedarfsgruppe. Diejenigen, die im Marketing einen Bedarf haben, die ein Problem haben, die nach einer Problemlösung suchen, die letztendlich uns das große Ja geben als Marketing-Experten und sagen, ja, ich kaufe dein Produkt. Ja, ich will deine Dienstleistung. Also wir wollen am Schluss, wollen wir mit unseren ganzen Aktivitäten die Conversion, wir wollen am Schluss ein Ja. Ich will, als Psychologe gesprochen, ein bestimmtes Verhalten bei euch, bei meiner Bedarfsgruppe auslösen. Das große Ja, wenn es ums Kaufen und ums Verkaufen geht. Also in der Mitte ist der Kunde. Und dann gibt es in diesem Marketing-Management-Bereich, gibt es, was in dem grauen Bereich drinsteht, brauche ich natürlich im Marketing, wenn ich da einsteige. Das Erste, was ich mache, ist immer eine Analyse. Ich muss erstmal meinen Markt analysieren und muss sagen, wo bin ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Ah, wir wollen das und das verkaufen. Wir wollen vielleicht im Bereich des E-Commerce, wollen wir jetzt auch einsteigen als Handel? Und sagen, wir brauchen jetzt vielleicht einen Online-Shop. Wir entscheiden uns, wir verändern vielleicht unser Businessmodell und sagen, können wir, schaffen wir das überhaupt? Heute sind wir im stationären Handel. Schaffen wir es morgen, in 2 bis 3 Jahren,
relativ schnell vielleicht doch noch in dem E-Commerce Fuß fassen zu können. Das ist eine strategische Entscheidung. Also muss ich mir von meinem Geschäftsmodell, von meinem Business-Modell, muss ich mir überlegen, wo gehen wir denn hin? Und wie wir sehen werden, verändert sich die Welt eben massiv. Und das zeigt euch hier dieser dunkelgraue oder dieser dunkle Rahmen. Und dieser dunkle Rahmen, das ist im Marketing, ist es die sogenannte Makroumwelt. Kennt das sicher aus den Marketingvorlesungen oder derjenige, der sich mit Marketing beschäftigt. Also die Makroumwelt, die Amerikaner nennen das die sogenannte Pestanalyse, Political, Economical, Social and Technological Analysis. Das heißt, wir befinden uns in diesem grauen Bereich als Unternehmen in bestimmten relevanten, für uns relevante Märkte. Wir sind da als Unternehmen drinnen mit unseren Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. In diesem relevanten Markt stecken auch unsere Wettbewerber, unsere direkten und unsere indirekten Wettbewerber. Und mit Beachtung dieses äußeren Kreises, also mit dieser Makroumwelt, ja, wir sind ja in keiner Käseglocke, sondern wir sind ja immer der Umwelt ausgesetzt. Und da seht ihr, das sind so Punkte in der Makroumwelt. Das ist Gesellschaft, das ist die Kultur, das ist Staat, Recht und Politik, die uns Vorgaben machen. Es ist die Ökonomie, es ist die Technik, die technologischen Veränderungen und es ist die Umwelt. Und in dem Bereich, in diesem Kosmos befinden wir uns mit unserem hier hellgrau gezeichneten relevanten Markt, mit unseren Wettbewerbern, mit unseren Stakeholdern und mit unserem Unternehmen. Und ganz, ganz wichtig, der Taktgeber, wie gesagt, ist diese Bedarfsgruppe. Und das Spiel, das Marketingspiel läuft in etwa so. Ich muss zuerst analysieren, wer ist denn überhaupt meine Bedarfsgruppe? Ja, also die Denke früher war sehr, sehr produktorientiert. Und die produktorientierte Denke im Marketing war wie folgt. Wir haben ein Produkt, das ist entwickelt worden. Jetzt gehen wir zur Marketingabteilung und sagen, hey, Marketingabteilung, wir haben jetzt ein Produkt entwickelt. Überleg mal, wer das Produkt braucht. Such Zielgruppen und verkauf das Produkt. Hey, du, Vertrieb, schau mal, wir haben hier dieses Produkt. Der Vertrieb verkauft doch eh alles. Verkauft das mal. So, jetzt ist das Marketing und der Vertrieb da gestanden und haben gesagt, oh, dieses Produkt, oh Gott, es braucht doch die ganze die Welt braucht dieses Produkt mit Sicherheit nicht mehr. Aber da war schon die Garagentüre zu und die Produktabteilung hat es schon nach draußen geschoben und sagt, ist fertig, verkauft mal. Und das ist so eine produktorientierte Vorgehensweise im Marketing, die aber immer noch teilweise in vielen, vielen Firmen praktisch taktgebend ist. Es wird ein Produkt entwickelt, man macht das Produkt und jetzt braucht man irgendjemanden, der dann dafür Käufer und Abnehmer findet und die findet man nicht. Und das ist einer der größten Fehler heute auch im Online-Marketing, ja, dass viele jetzt glauben, und deswegen habe ich gemeint, für ein gutes Marketing braucht ihr immer eine erfolgreiche Basis im Marketing. Und ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, naja, eigentlich ist das Produkt, das wir haben, naja, wenn ich ehrlich bin, naja, so richtig sexy ist das nicht und haben will es auch keiner und das Verlangen nach dem Produkt hält sich auch in Grenzen. Du weißt was, wir stellen es jetzt online. Wir verkaufen es jetzt online. Wow, ein Riesenmarkt. Und dann verkaufen wir das schon. Und das ist halt bei vielen in den Köpfen drin. Und das funktioniert halt leider nicht. Ja? Weil dann hat er eben seine Marketing-Hausaufgaben nicht gemacht. Das könnte man so bezeichnen, shit in, shit out. Ja? Also wenn du ein beschissenes Produkt hast, das einfach keiner auf dieser Welt haben will, dann wird das Produkt nicht besser, nur weil du das jetzt online stellst und online verkaufen willst. Und da ist schon mal der erste Irrglaube, ja, dass sich viele dann auf die Technik des Online-Marketing viel zu früh auf das einlassen und sagen, na, jetzt müssen wir halt online gehen, jetzt müssen wir digitalisieren. Aber eigentlich an der wichtigsten Stellschraube, an dem Produkt, dass da wirklich eine Begierde, ein Verlangen nach diesem Produkt ausgelöst wird, daran arbeitet man viel zu wenig und wundert sich hinterher, wenn man einen Flop produziert. Wenn ihr euch die Studien anschaut, dann ist seit 30, 40 Jahren, hat sich eins nicht verändert, und zwar die Flop-Rate. Ja? Wir haben immer noch eine Flop-Rate, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, von 80% der Produkteinführungen. 80% der Produkteinführungen floppen. Also das seht ihr,
wie wichtig eigentlich ein gutes Marketing wäre und wie wenig die Leute dann in das investieren und wie viel zu früh sie jetzt auf Nebenkriegsschauplätze gehen und sagen, jetzt müssen wir online gehen, jetzt müssen wir Social Media machen, jetzt müssen wir Google AdWords schalten, jetzt brauchen wir ein Display und dann brauchen wir noch ein Newsletter, dann brauchen wir noch ein Newsletter, dann müssen wir E-Mail-Marketing machen und, ach, das ist alles viel zu viel, wir verstehen das alles gar nicht mehr und doch, was passiert jetzt? Eigentlich müsste man sich wieder besinnen und sagen, komm, lasst uns zurückgehen zu den Basics. Und die Basics, die habe ich euch hier in dem Grauen eben aufgezeigt. Lasst uns einfach mal, bevor wir ein Produkt auf den Markt schmeißen, lasst uns doch einfach mal das Pferd andersrum aufzäumen. Wir wissen es ja, es ist ja nichts Neues. Das hat Philipp Kotler schon vor 20, 25 Jahren erzählt. Aber lasst es uns halt endlich mal machen. Lasst uns halt wirklich mal den Kunden ins Zentrum stellen und lasst uns mal vom Kunden aus denken. Und jetzt kommt der Psychologe ins Spiel. Jetzt kann ich nämlich sagen, pass auf, liebe Firma, bevor du da produktorientiert irgendwas produzierst und hinterher mühsam irgendjemanden suchst, der dir das auch abnimmt, dann mach doch das einfach mal anders. Setz dich doch einfach mal hin und überleg dir in deinem Bereich, in dem Produktbereich, den du anbietest, überleg dir einfach mal und überleg dir das mit den, durch diese Einflüsse des äußeren Kreises, dieser Makroumwelt. Überleg dir mal, wie verändert sich denn die Welt? Welche Megatrends kommen auf uns zu? Wie hat sich denn die Gesellschaft verändert? Wie verändern wir uns? Wie verändern wir Menschen uns? Und wie hat sich unsere Kultur verändert? Analysier das mal und überleg dir, was braucht denn die Gesellschaft? Was brauchen die Menschen? Wie ticken die Menschen heute in Europa, in unserem Land, international, weltweit? Wo geht denn da die Reise hin? Und mach mal die Ohren auf, was sind denn Megatrends, die uns beeinflussen? Und die werden kommen. Diese ganzen Einflüsse, das sind alles für dein Vorhaben, für dein Produkt, liebe Firma. Sind das alles Chancen und Risiken, die aus dieser Makroumwelt auf dich zukommen? Und nicht umsonst reden heute alle von Digitalisierung, von Digital Readiness, von Industrie 4.0. Das ist alles schön. Aber was heißt denn das? Was heißt das für dein hier im Grauen geschrieben, was heißt das für dein Businessmodell? Was heißt das für das Businessmodell deiner Firma? Oder du möchtest dich selbstständig machen, was heißt das für dein Businessmodell? Also denk doch vom Kunden aus und sag, was braucht der Kunde heute? Was braucht eine bestimmte Bedarfsgruppe wirklich? Wo drückt der Schuh? Und überleg dir, welche Ereignisse da draußen in dieser Welt führen denn zu einem bestimmten Bedarf bei einer bestimmten Zielgruppe. Und geh doch diesen Weg mal. Schau dir die Zielgruppe an. Schau dir die Bedarfsgruppe an. Und versuch mal rauszufinden, was diese Bedarfsgruppe will. Und dann machst du nämlich eine Punktlandung. Ich habe immer ein Beispiel. Ich nehme immer das gleiche Beispiel her, weil das für mich sehr, sehr plastisch ist. Stellt euch mal vor, du bist ein 23-jähriger Texter und du bist in einer Marketingagentur oder in einer Verkaufsagentur eines Pharmaunternehmens. Und die Aufgabe an dich als Konzeptioner, als Texter ist jetzt, überleg dir mal eine packende Kampagne für die Frauen in der Menopause auf homöopathischer Basis. Jetzt sitzt der arme 23-jährige Mann, junge Mann, sitzt da, schaut blöd zum Fenster raus. Packende Texte, packende Kampagne an die Frau in der Menopause für ein Medikament auf homöopathischer Basis. So, jetzt meine Frage, wie soll ein 23-jähriger junger Mann, der keine Ahnung hat, kein Tutten und Blasen von der Menopause, wie soll der jetzt packende Kampagnen entwickeln für eine Frau in der Menopause? Und ihr jungen Mädchen braucht gar nicht zu lächeln. Ihr könnt ihr das nämlich auch nicht, weil ihr auch viel zu weit von der Menopause, Gott sei Dank, noch weg seid. So, aber was macht man jetzt? Versteht ihr? Wie schlupfe ich jetzt in die Rolle der Frau in der Menopause? Und wenn ich ihr groß sage, ja, Customer Centricity, der Kunde im Zentrum, dann ist die Frau in der Menopause jetzt im Zentrum. Und jetzt muss ich doch wissen, was will die? Wie tickt die? Was ist die Menopause? Wie fühlt sich das an? Wie kann ich das beschreiben? Wie beschreibt es die Frau in der Menopause? Was ist dann? Gibt es dann Leidensdruck? Wenn ja, wie? Wie fühlt sich das von der Frau an? Was passiert denn da? Ja, wie komme ich an das ran? Wie komme ich ran? Wie komme ich an das ran, an das Wissen?
Fragen. Ja, genau, Fragen. Fragen stellen. Aber glaubt mal nicht, dass diese einfachste Antwort, ja, da musst du halt Fragen stellen, frag halt Frauen in der Menopause. Glaubt ihr nicht, dass das draußen in der Praxis so gern gesehen ist? Naja, sie wollen schon wieder eine Fokusgruppe machen. Sie wollen schon wieder Interviews machen mit denen. Das kostet alles zu viel Geld. Nein, 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 nein. Außerdem, Herr Fischer, wir kennen unsere Zielgruppe. Ja, wir machen das Geschäft jetzt 25 Jahre. Sag ich, ja, aber Sie sind ein Mann. Das ist egal, das hat damit nichts zu tun. Sag ich, ja, und Sie sind ein Mediziner. Sie haben ein ganz anderes Wording als die Frauen. Nein, das ist, Herr Fischer, das verstehen Sie vollkommen falsch. Wir kennen unsere Zielgruppe. Wir kennen unsere Zielgruppe. Ich sage ja, Kunde im Zentrum. Aber man kennt die Zielgruppe. Ja. Der 45-jährige Mediziner oder Pharmazeut kennt die Frau in der Menopause. Das, ja. Dann sage ich, wo steht das im Briefing? Da steht doch alles drin. Dann sage ich, ja, aber das Briefing haben Sie geschrieben. Und Sie sind ein Mann. Ach ja, jetzt lesen Sie mal nicht so zwischen den Zeilen und jetzt so sind Sie nicht so spitzfindig. Da steht doch alles drin, was Sie brauchen. Sage ich, nee, das Wichtigste, was nicht drin steht, ich kriege keine Resonanzfähigkeit, ich kenne die Emotionen der Frauen nicht, ich kriege meine Kommunikation gar nicht fit. Ich muss ja dekodieren. Ich muss ja meine Werbung so machen, dass ich resonanzfähig andocken kann an die Probleme einer Frau in der Menopause. Und die Frau in der Menopause wird Fragen stellen. Und ich werde dann die Fragen beantworten können. Und dann wird sie sagen, Mensch, der beantwortet aber meine Fragen saugut. Der hat sich mit mir auseinandergesetzt, der weiß es, der weiß, wie das ist. Dem glaube ich, dem spende ich Vertrauen, dem spende ich Aufmerksamkeit. Und dann komme ich in einen Dialog. Aber da muss ich erstmal in die Schuhe einer Frau in der Menopause hineinschlüpfen und mich damit auseinandersetzen. Und da bin ich eigentlich in der Motivforschung. Und als Wirtschaftspsychologen seid ihr halt einem normalen BBLer, falls ihr euch dafür interessiert, natürlich im Bereich der Motivforschung überlegen. Weil die Psychologie sich ja mit dem Erleben und Verhalten von Menschen auseinandersetzt. Also würde ich das Pferd von hinten aufzäumen im Marketing oder eigentlich richtig, wie sie alle ja sagen, und sagen, ich gehe erst einmal von der Kundengruppe aus. Ich gehe von meiner Bedarfsgruppe aus. Und jetzt versuche ich heranzukommen an die Motive einer Frau in der Menopause. Über Motivforschung, über Befragungen, über Interviews, über Fokusgruppen, über Beobachtung. Und in der Psychologie hat es immer geheißen, naja, Beobachtung ist mit Vorsicht zu genießen. Wo willst du denn eine Frau in der Menopause beobachten? Schaust du da zum Fenster rein oder was machst du da? Und das Beobachtung, wir werden das sehen. Die Beobachtung ist ein ganz heißes Eisen, weil die Beobachtung aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der zunehmenden Vernetzung heute Möglichkeiten eröffnet, sogar in Echtzeit, in Real-Time, dass ich mit ganz anderen Ansätzen mit meiner Bedarfsgruppe in Zukunft kommunizieren kann. Ich kenne meine Zielgruppe jetzt. Ich kann sie beobachten. Ich kann schauen, auf welchen Webseiten ist sie unterwegs. Ich kann schauen, was kommunizieren die. Ich kann schauen, was sprechen die. Ich kann sogar nachschauen online, welche Fragen stellen die und welche Fragen stellen die jetzt gerade im Moment. Das heißt, wir werden nachher das Konstrukt Involvement haben. Das heißt, jetzt, in der jetzigen Zeit, und das ist total spannend, in der jetzigen Zeit komme ich das erste Mal an dieses Konstrukt Involvement heran. Früher war das nur ein Konstrukt, eine Überlegung im Marketing, eine Überlegung in der Werbepsychologie. Involvement ist die Zugeneigtheit zu einem Thema. Und das Tollste wäre doch für einen Werber, für einen Kommunikationsexperten, wenn du wüsstest oder wenn ich wüsste, wie dein momentanes, aktuelles, jetzt im Moment, dein persönliches oder dein situatives Involvement ist. Also Involvement nochmal heißt Zugeneigtheit zu einem Thema. Und wenn ich dein Involvement jetzt im Moment, wenn ich das kenne, dann kann ich doch ganz anders mit dir kommunizieren. Ich kann dir ganz andere Sachen anbieten, weil ich weiß, jetzt im Moment spendest du mir freiwillig Aufmerksamkeit für das Thema und das Thema, weil du da noch eine offene Schublade hast, weil dich das im Moment interessiert. Und dann seht ihr die Verbindung wieder zu dem Online-Marketing, weil ich nämlich in dem Online-Marketing, wenn ich meine Hausaufgaben mache und wenn ich ordentlich analysiere, sehr, sehr nahe über Suchmaschinen, über Portale, über Suchsysteme und über Beobachtung mit diesen Systemen und die Beobachtung deiner digitalen Spur, die du gerade hinterlassen hast oder vor Wochen schon hinterlassen hast,
komme ich sehr, sehr nahe an dein aktuelles, persönliches oder situatives Involvement heran und kann dir entsprechend, ohne laut schreien zu müssen, bestimmte Angebote machen. Und ich kann auch, wenn ich da reinhorche mit der Beobachtung und mit der Befragung, dann weiß ich eben, wie eine Frau in der Menopause tickt. Das heißt, ich habe zwei Vorteile. Ich habe einmal den riesengroßen Vorteil in der Kommunikation, weil ich, wenn ich weiß, wie eine Frau in der Menopause tickt und wenn ich weiß, welches Wording diese Frau verwendet, dann kann ich meine Werbung auch ganz anders oder meine Kommunikation kann ich auch ganz anders gestalten. Ich verwende diese Wörter. Ich verwende die Schlüsselbegriffe. Ich verwende das Wording. Ich verwende die Tonalität, wie eine Frau in der Menopause über die Menopause spricht. Das heißt, schon meine Gestaltung, schon mein Dialog wird ganz anders verstanden werden von meinem Gegenüber, weil ich dieselbe Sprache jetzt sprechen kann, weil ich ja in die Insights und in die Rolle der Frau in der Menopause hineingeschlüpft bin. Also eigentlich doch eine ganz einfache Sache, oder? Das ist jetzt wirklich keine Rocket Science, was ich hier erzähle. Nur ich kann es euch sagen, nach 22 Jahren Praxis, die meisten Firmen machen es nicht so. Sie machen es nicht so. Ja, die sitzen in der Produktabteilung, machen ein Mittel für die Menopause, da sitzen meistens Männer zusammen, die überlegen sich dann das Mittel in der Menopause, diskutieren das aus einer ganz anderen Betrachtungsebene, nämlich aus dem Blickwinkel und der Betrachtungsebene eines Mediziners, eines Biologen, eines Pharmazeuten. Vielleicht sitzt auch noch irgendwann ein Vertriebler dabei und dann wird dieses Produkt zusammengebastelt. So, da war noch kein Kontakt zur Zielgruppe. Und wenn es dann die fragst, naja, aber erzähl mir doch mal, wie tickt denn eine Frau in der Menopause? Da kommt nichts, weil sie es selber nicht ergründet haben. Sie haben es nicht qualifiziert. Na ja, die schwitzen heute ein bisschen. Gehst du jetzt die geforderten, tollen Kampagnen, die packenden Headlines, der packende Text, schreibst dann rein, damit sie nicht mehr so viel schwitzen. Ja, versteht ihr? Das ist, und eigentlich ist es, wäre es ja so einfach, wenn man endlich mal wirklich die Eier hätte in den Marketingabteilungen, als Frau und als Mann. Und wenn man sagen würde, komm Kinder, lasst uns doch wirklich mal unsere Bedarfsgruppe wirklich in die Mitte reinstellen, ins Zentrum, Customer Centricity. Lasst uns doch die wirklich mal zur Hauptperson machen. Und lasst uns erstmal, bevor wir noch irgendein Produkt basteln und bevor wir irgendeine Ansprache machen und irgendeine Kommunikation, lasst uns doch erstmal, lasst uns mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Was ist der wirkliche Bedarf? Und welche Ereignisse im Vorfeld haben denn dann zu diesem Bedarf geführt? So ein Freund von mir, der Karl Kratz, eigentlich der Online-Marketing-Experte, der predigt es auch immer, der sagt, schaut bei den Personas, schaut bei den Motiven nicht nur auf das, was momentan vorliegt, auf den momentanen Bedarf, sondern überlegt euch einfach mal intelligenter, was hat denn zu diesem Bedarf geführt? Und da könnt ihr dann andocken. Versucht mal auch von dem Ereignis herzukommen. Was passiert vorher? Und schaut euch das an. Also ihr seht, das ist alles auf die Frage. Wir diskutieren da gerade, warum braucht Marketing, Klammer auf, Online-Marketing überhaupt Psychologie? Was soll denn das? Ja? Ich behaupte einfach, wir brauchen das, weil diejenigen, die Marketing betreiben oder online betreiben, in den wenigsten Fällen wirklich den Kunden ins Zentrum stellen. Und Kunde ins Zentrum stellen heißt einfach, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Zu lernen, wie denkt der Kunde, wie fühlt der Kunde, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich eine bestimmte Situation an. Und erst dann, wenn ich das habe und wenn ich die unterschiedlichen Betrachtungsebenen einer Frau in der Menopause kenne, über die Menopause, dann kann ich doch sagen, so und jetzt koppel ich das mit meinem Produkt. Und ich habe sogar noch vielleicht ein homöopathisches Produkt. Und jetzt kann ich es koppeln und kann sagen, so, wie bringe ich das jetzt zusammen? Und das ist eben ein meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf die Frage zu sagen, warum braucht Marketing, warum braucht Online-Marketing Psychologie? Genau aus dem Grund, weil wir eben endlich aufhören müssen, von diesem Produktorientierten wegzugehen und den Kunden ins Zentrum zu stellen und zu sagen, was sind denn die Lösungen für den Kunden? Was ist der Nutzen? Werden wir später gleich sagen. Was ist denn der Nutzen und was ist die Belohnung für den Kunden?
Und deswegen bin ich als Wirtschaftspsychologe für diese Geschichten im Marketing die bessere Frau und der bessere Mann als ein BWLer, weil ich als Wirtschaftspsychologin und als Wirtschaftspsychologe mich ja mit dem Erleben und Verhalten von Menschen auseinandersetze. Und genau an diesem ersten Punkt wird es ebenso wichtig. Und ich kenne als Wirtschaftspsychologe die Methoden. Ich kenne die klassischen Methoden der Motivforschung und ich kenne auch die neuen Methoden der Motivforschung, auf die werden wir später noch eingehen, wie ich eben über Beobachtung der digitalen Spur, die wir Menschen alle hinterlassen, im Rückschluss an das Involvement meiner Zielpersonen herankomme und dann einfach bessere Produkte machen kann und besser kommunizieren kann als irgendjemand anders. Das heißt, das wäre die Verkaufsstory, warum ich als Wirtschaftspsychologe im Marketing die bessere Wahl bin. Und warum? Marketing, Klammer auf, Online-Marketing, Psychologie benötigt. Fragen? Nein? Was? War alles sehr klar. Na, das wundert mich aber, das freut mich aber. Okay.